Umgang mit Untauglichkeit bei einem anderen. Vielleicht ist in deiner Umgebung jemand, der erscheint dir untauglich. Und dich ärgert das, dass ein Untauglicher dort diesen Job bekommen hat, diese Aufgabe bekommen hat. Dich regt die Untauglichkeit auf. Was kannst du tun? Zunächst einmal sei demütiger. Auch du warst vielleicht am Anfang untauglich, als du etwas Neues gemacht hast. Manchmal müssen Menschen lernen. Keiner kommt tauglich auf die Welt. Ein Baby ist ziemlich untauglich für fast alles. Aber im Laufe der Zeit lernt das Baby. Und ein Mensch, der scheinbar erstmal untauglich ist, kann vieles lernen. Es sind auch oft nicht die Experten, die das beste Wissen haben und die besten Entscheidungen treffen können. Man weiß zum Beispiel aus der Politik, dass es selten die Wirtschaftsprofessoren sind, die gute Wirtschafts- oder Finanzminister sind. Sie mögen viel wissen, aber Entscheidungen zu treffen in der künftigen Ungewissheit und Kompromisse herzustellen zwischen allen Beteiligten und zwischen den Koalitionsparteien, da sind die Professoren nicht so gut drin. Also, man muss nicht immer den Experten trauen. Manchmal können scheinbar untaugliche Menschen sehr wertvoll sein, um gute Entscheidungen zu treffen oder herbeizuführen. Ein weiterer Aspekt. Vielleicht mag der andere jetzt untauglich sein, wird es aber künftig werden. Vielleicht ist aber auch die Sache nicht so wichtig und kann durchaus von jemandem erledigt werden, der nicht die hundertprozentige Tauglichkeit hat. Und vielleicht ist es auch gar nicht deine Aufgabe, über Tauglichkeit oder Untauglichkeit zu urteilen. Und vielleicht ist es sogar ein Fehler, dass der Mensch diese Aufgabe macht. Aber der Mensch wird daraus lernen, diejenigen, die ihn damit beauftragt haben, werden daraus lernen und aus Fehlern wird man klug. Vielleicht könntest du auch dem, den du für untauglich hältst, deine Hilfe anbieten. Vielleicht könntest du schauen, dass du ihm mit deiner Fachkompetenz und mit deiner Erfahrung helfen kannst. Am schwierigsten wird es natürlich, wenn du denkst, du müsstest eigentlich die Aufgabe machen und der andere, der ist untauglich dafür. Dort brauchst du vielleicht etwas Demut und die Fähigkeit loszulassen. Vielleicht brauchst du Verhaftungslosigkeit und vielleicht kannst du das als Lektion in Verhaftungslosigkeit annehmen. In manchen Fällen wirst du aber auch etwas sagen müssen. In manchen Fällen wirst du sagen, die Aufgabe ist wichtig, der Mensch macht es nicht richtig. Das haben wir eben schon gesehen. Wir sollten dem Schrecken ein Ende setzen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß, dass der Mensch dafür nichts taugt, ihr wisst es nicht. Tun wir etwas und beauftragen jemand anders.